Hallo, sag ich da guten Morgen. Mal schauen, wer da ist. So, sag ich da ganz komische Sachen. Mal gucken, ich warte noch ein bisschen, bis jemand da ist. Ich habe mir ja heute vorgenommen, dass ich einerseits mal diese Kommentare beantworten möchte also zu der Frage, vor welcher Herausforderung stehst du gerade und da ein bisschen Unterstützung zu geben. Und zum anderen, hallo Pia, und zum anderen möchte ich euch sagen, dass jetzt gerade in Dubai beim Dr. Joe Dispenza Retreat fängt gerade die Coherence-Heilung an. Also jetzt um unsere Zeit 10 Uhr. Sie haben heute Morgen eine Pineland-Meditation gemacht und jetzt machen Sie eine Coherence-Heilung. Und ich bin da immer voll online, weil meine Freundin Andrea dort ist. Und deswegen wollte ich eigentlich jetzt erstmal mich mit euch zusammen verbinden. Mit diesem wunderbaren Feld in Dubai, wo 1400 Menschen jetzt gerade in ihr Herz gehen und ja, anfangen dann als Heiler und tätig zu werden, weil der Heiler ist ja in uns allen und dieses Gefühl eines Heilers ist ja das Gefühl des reinen Bewusstseins. Das ist das Gefühl dessen, was wir wirklich sind. Und da einzusteigen und mal uns mit dieser Gruppe zu verbinden. Und das mache ich jetzt. Und alle, die zuschauen, die sind gerne eingeladen. Auch wenn du die Aufzeichnung dann anschaust oder das Video später anschaust, nachdem es ja keinen Raum und keine Zeit gibt. Ist diese Verbindung da, diese energetische Verbindung und dieses Bewusstseinsfeld, das jetzt in Dubai aufgebaut wird, zum Beispiel von den Menschen in Dubai, das existiert für immer. Energie geht nie verloren. Also wir können uns immer mit einem Bewusstsein, mit einem Bewusstseinsfeld, mit einem Bewusstseinszustand unserer Wahl verbinden. Und das ist so wunderschön. Wir müssen eben nur bewusst und aufmerksam sein, womit wir uns jetzt gerade verbinden. Und deswegen schließe ich jetzt meine Augen und ich mache doch gerne mit. Und ich atme ganz, ganz tief ein und aus und denke daran, ich stelle mir das auch vorbildlich, wie Sie alle, ich war ja schon mal bei einem Retreat. Wie Sie alle jetzt die Einführungsmeditation machen. Du bist ein Heiler von Dr. Joe Dispenza, wo jeder ganz tief in sein Herz hineingeht, eben in das höchste Bewusstsein, das All-Eins-Bewusstsein und sich da verbindet, rausgeht aus den Gedanken, rausgeht aus dem Kopf, ganz tief ins Herz hinein. Am besten noch eine Hand aufs Herz und sich nur darauf fokussiert, konzentriert auf diese Herzverbindung. Und jeder Gedanke, der sich in den Weg stellt, der darf da sein und darf da gehen. Und der einzige Fokus ist jetzt einfach nur, sich verbinden mit dem Bewusstsein, mit den Herzen der Menschen, die dort jetzt mit einem ganz, ganz offenen Herzen tief, tief in dieses reine Bewusstsein reingehen, tief in die Leere, wie Dr. Joe Dispenza das nennt, sich absolut hingibt, Surrender, hingibt in den gegenwärtigen Moment und sich dort hineinfühlt in diese freie Liebe, bedingungslose Liebe, die überall, eigentlich überall zu jedem Moment für uns zur Verfügung steht. Und diese Kraft jetzt zu spüren von 1400 Menschen,
die in diesem Moment das Gleiche machen, die in diesem Moment ganz tief in ihr Herz hineingehen, ganz, ganz weit weg von irgendwelchen Gedanken, Einschränkungen, Limitierungen und diesen unendlichen Raum um sich herum fühlen, der jedem Einzelnen von uns absolut gebührt, denn das unser Raum ist, das ist unser Herzensraum, der unendlich groß ist, aus dem wir alle heraus entstanden sind und in dem wir auch alle verbunden sind. Nur über diese Energie sind wir alle verbunden. Und jetzt wissen wir auch, wo unsere Kraft steckt und wo unsere Power steckt. Weil die ist nicht in unserem Kopf, die ist in unserem Herzen, die ist ganz, ganz tief in uns verankert. Und wir können jeden Moment uns damit verbinden. Und auch in Momenten der Angst und der Zweifel können wir eben immer wieder in dieses Bewusstsein wechseln. Wir wechseln das Bewusstsein, wir wechseln unseren Seinszustand. Gehen zurück in diesen reinen Seinszustand, wo alles perfekt ist, wo alles heil ist, wo alles Liebe ist, wo alles Unterstützung und Freude ist, wo alles getragen wird. Wo es eben keine Fehler gibt, wo es keinen Mangel gibt, wo einfach nur alles da ist. Wertfrei und ohne irgendeine Bewertung. Wenn du dich jetzt da rein versetzt, dann kommst du eben in dein wahres Sein, in dein wahres Bewusstsein, in deine wahre Identität. Die fühlt sich genau so an. Das ist die Wahrheit. Und je länger du in diesem Zustand bleibst und je mehr du diesen Zustand kennenlernst und je mehr du akzeptierst mit deinem logischen Verstand, dass das deine Wahrheit ist, dass das dein wahrer Zustand ist, desto mehr kannst du vertrauen ins Leben, desto mehr kannst du vertrauen, dass dieses Gefühl dir den richtigen Weg zeigt, dass dieses Gefühl dich trägt, dass dieses Gefühl dir die Entscheidungen abnimmt, dass alles, was sich nach diesem Gefühl anfühlt, absolut gut und richtig ist. Und jetzt genießen wir das noch, in dieser Freiheit zu sein, in diesem gegenwärtigen Moment zu sein, verbunden zu sein mit ganz, ganz vielen Menschen, die genau das spüren in diesem Moment, dieses Glück, diese Liebe, diese Freiheit und dass es ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt gibt, die in diesem Bewusstseinszustand immer wieder eintreten und mehr in diesem Bewusstseinszustand leben. Und dass jeder Einzelne von uns, der mehr Momente in seinem Leben findet, indem er in diesem Bewusstseinszustand unterwegs ist, in diesem Bewusstseinszustand seine Entscheidungen trifft, seine Ziele setzt, seine Wünsche sieht, seine Träume, diesem Bewusstsein auch andere sieht, die Perfektion in anderen, das Geheilte in anderen, in diesem Moment bist du in deiner Kraft, in diesem Moment kannst du erschaffen und in diesem Moment können wir auch andere als ganz und perfekt sehen. Und in diesem Moment sind wir ein Heiler für andere Menschen, ein Heiler für unsere Welt, für unseren Lebensraum, ein Heiler unserer Zukunft. Denn jetzt, in diesem Moment, erschaffen wir jeden weiteren Moment unserer Zukunft. Und ich könnte jetzt hier ewig mit euch sitzen, weil das so, so schön ist, weil das so, so wahr ist, weil das so, so ich ist und weil das, was so ich ist, genauso in dem Moment so du ist und weil
weil wir jetzt so alle verbunden sind auf die wahre Art und Weise, wie wir wirklich verbunden sein wollen mit uns selbst und mit anderen. Und weil es da keinen Streit gibt, weil es da keinen Hass gibt, weil es da keinen Neid gibt, weil es da keine Missgunst gibt, weil es da keine Armut gibt, weil es da keinen Mangel gibt und weil es da auch keine Krankheit gibt. In diesem Raum ist alles perfekt und dieser Raum bist du. Das ist deine Perfektion. Hallo! Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wann ihr dazugestoßen seid, aber es war gerade mega, mega schön, verbunden mit dem Bewusstsein von den Leuten in Dubai. Und das ist eigentlich so ein ganz toller Moment, auch hier auf diese Herausforderungen kurz reinzugehen, die ihr hier geschrieben habt. Einige haben ja auch geschrieben, dass sie ja im Moment eben sich total neu ausrichten, sich total neu in diesem Leben positionieren wollen mit einer neuen Persönlichkeit, mit einer neuen Zukunft. Und ja, dass man nicht so genau weiß, was ist jetzt. Wir sind auch im Moment in so einer allgemeinen kollektiven Transformationsphase, wo immer mehr und mehr Leute ja klar werden, ja, so wie es war, ist es nicht so, wie es sein soll. So wie es war, ist es eigentlich nicht das, was ich für mein Leben noch möchte. Das Leben geht ja noch weiter. Ich habe ja noch so viel vor. Ich kann ja noch so viel erschaffen. Aus mir heraus will ja auch noch so viel entstehen. Und sich diese Erlaubnis zu geben, dass man eben hier auf dieser Welt ist, um diese Liebe zu erhöhen, um diese Schwingung zu erhöhen, um einen Beitrag zu leisten, um jeden Beitrag, den wir von unserer Inspiration, von unserem Herzen, aus unserer Liebe heraus, aus unserem höchsten Bewusstsein heraus leisten, dass dieser Beitrag endlich raus will. Und dass es so wichtig ist, dass wir diese ganzen Gedanken, die uns immer noch zurückhalten und einschränken, die zum Beispiel sagen, ja, bist du jetzt auch noch eine, die da rausgehen muss und Videos machen muss? Oder wenn du dir sagst, ja, da gibt es doch schon so viele, das muss ich doch nicht auch noch machen. Das alles, das ist dieses Ego, das ist dieser Verstand, dem das alles so unheimlich ist, dem irgendwann mal eingetrichtert ist. Hallo Simone, hallo Biene. Dieser Verstand, dem das eingetrichtert worden ist, oder? Der sagt, ja, aber du kannst ja nicht alles so machen wie die anderen und so weiter. Du musst doch dein eigenes machen. Aber eigentlich hat ja niemand von uns so sein eigenes, weil wir sind ja alle verbunden über das Gleiche. Also ist es ja auch nicht so, dass wir die Individualität aufgeben müssen, aber dass wir dieses gleiche Bedürfnis haben, zu erschaffen und zu erschöpfen unser Leben und alles drumherum, dass es sich so gut anfühlt, wie jetzt gerade diese Meditation oder die Verbindung, die wir gemacht haben mit all den Herzensmenschen. Wir wollen eine Verbindung mit Herzensmenschen und das haben ja auch viele noch hier reingeschrieben, oder? Dass es halt so schwierig ist mit dem Umfeld. Ja, dass die Leute halt zum Teil das noch nicht wahrhaben wollen. Ich würde es einfach mal so ausdrücken, dass das Leben halt nicht so funktioniert, wie wir es ursprünglich gelernt haben, wie man uns das beigebracht hat. Und vor allem, dass wir die Macht, die Kraft und die Fähigkeit, die Autorität, die Erlaubnis haben, das zu ändern und zu entscheiden, dass das Leben für uns anders laufen darf und dass wir entscheiden dürfen, dass es leicht sein darf, dass wir entscheiden dürfen, wie wir unser Leben sehen, wie wir die anderen Menschen sehen, wie wir Geld sehen, was wir denken, was möglich ist draußen, was andere für uns tun können und dann merken, dass wir eigentlich alles für uns selber tun können aus diesem Bewusstsein heraus, aus diesem wahren Bewusstsein heraus, dass wir so viel Kraft haben und Einfluss auf unseren Körper, dass wir unserem Körper sagen können, müssen, dass wir es sowieso tun, aber dass wir unserem Körper eben die Wahrheit sagen können, dass er gesund ist und dass er heil ist und dass er beschützt wird. Und hier immer wieder
dran zu bleiben und uns nicht abbringen zu lassen von diesem Wissen und dieses Wissen immer tiefer in uns rein zu bekommen. Das ist so, so wichtig, dass wir, egal was andere sagen, ich meine, wir leben in dieser Welt, wo halt diese Vorstellungen noch weitergetragen werden, dass wir einfach unsere eigenen Vorstellungen über die Vorstellung des Kollektivs, unsere eigene Wahrheit über die Vorstellung des Kollektivs einfach drüber schreiben. Und je mehr wir das machen und je mehr das von uns jeder Einzelne macht, weil er weiß, wer er ist, weil er weiß, was er kann, weil er weiß, dass er ein Heiler ist, weil du weißt, dass du ein Magier bist, weil du weißt, dass das dein Geburtsrecht ist, weil du weißt, dass du als Schöpfer hier mit deiner Vorstellungskraft auf die Welt gekommen bist. Je mehr und mehr das jeder Einzelne von uns in sich verinnerlicht, desto schöner wird es da draußen. Und ich wollte auch noch denen sagen, ein paar wollten Jobs und Wohnungen kreieren. Und das ist alles da, ja. Also diese Vorstellung zu haben, dass die Traumwohnung da ist und in dieser Vorstellung zu leben, dass es da keine Trennung gibt von dir und von deiner Traumwohnung. Und dass deine Traumwohnung dir gebührt und zugesteht. Ich habe gerade vorher von einer halben Stunde in unserer Alumni-Gruppe, wo alle Coaches von mir zusammen sind in einer Facebook-Gruppe, hat gerade die Maria noch einen Post gemacht. Die kam aus einer Wohnungsbesichtigung heraus, hat auch ihr Traumwohnung, ihr Traumhäuschen gefunden, hat sie gerade vorher erzählt. Und sie hat ganz klar gesagt, also sie ist da rein, sie hat sich mit der Vermieterin getroffen, hat gewusst, genau das ist das, was ich vorher schon gespürt habe für mich. Das ist das, was ich will jetzt. Das heißt nicht, dass sie ihr Leben lang dort leben muss. Also wir müssen alle unser Leben lang nicht so leben, aber wir können uns darauf verlassen, dass das der nächste logische Schritt ist, wenn sich's gut und richtig anfühlt. Und sie hat es auch ganz, ganz tief in ihrem Herzen kreiert und alles gewusst, dass ihr das alles zusteht, was sie sich wünscht, mitten in der Stadt, aber trotzdem im Grünen und so weiter und so fort. Und auch bei einem Job, ja, da eben immer anzufangen, im Großen dich erstmal reinzufühlen und wenn du dieses Gefühl gepackt hast, dann diese Bilder dazu zu nehmen und all deine Sinne in diesen Zustand hereinzubringen, das ist dein Job. Und gleichzeitig dieses Wissen zu kreieren, dass es so funktioniert, dass Dinge so zu dir kommen oder du so zu Dingen kommst, weil die Dinge sind ja schon da. Also welche Perspektive du haben möchtest, aber deine Traumwohnung, dein Traumjob, deine Traumbeziehung, die besteht ja schon. Und dahin dich zu bringen, ja, dass du eine Identität bist, die natürlich in so einem Job lebt, die niemals überfordert ist in diesem Job, die glücklich ist, die gerne dahin geht, die glücklich ist in dieser Wohnung. Diese Identität quasi für dich als deins anzunehmen, zu verkörpern, das ist dein Job, das ist deine Aufgabe. Und aus diesem Seinszustand dann den Impulsen zu folgen. Und weil das halt nicht so einfach ist, weil immer noch diese anderen Denkmuster natürlich immer präsent sind und einem immer wieder begegnen im täglichen Leben, ist es halt wichtig, dass man diese Disziplin aufbringt und dass man jeden Tag sicherer und sicherer wird in seinem Lebensverständnis, in seinem Lebenskonzept, dass man weiß, dass es so ist, genauso wie du vorher gewusst hast, dass es scheinbar nicht so ist. Also, dass du jetzt zum Beispiel weißt, ich kann alles haben, was ich will. Früher hat es geheißen, du musst es dir hart erarbeiten. Oder diese ganzen Shifts immer wieder zu machen, das ist eine Lebensaufgabe. Aber das ist eine Lebensaufgabe, die du verinnerlichen kannst, wie Autofahren, oder? Wenn du Auto fährst, du denkst auch nicht mehr drüber nach. Und so fährst du dein Leben jetzt mit diesen neuen Automatismen, wenn du sie mehr und mehr installiert hast in dich. Und das ist auch die Aufgabe von My Magic, von dem Programm, das am nächsten Mittwoch startet, das ich ja so
kurzfristig lanciert habe, weil ich gemerkt habe, ja, das, was jetzt aus mir heraus entstehen wird, das ist das, was ich jetzt noch beitragen möchte. Das ist das, wo ich die Leute nochmal inspirieren und begleiten möchte. Und das gibt dann diesen Domino-Effekt, oder? Du gibst es dann weiter auf deine Art und Weise. Und das ist einfach so wichtig, dass wir uns dazu bekennen und sagen, ja, ich lerne, wie das Leben wirklich funktioniert und das ist das, was ich nachher weitergebe. Das heißt nicht, dass jeder irgendwie ein Coaching-Business aufmachen muss, aber wir alle leben in einem Umfeld und in diesem Umfeld dieses Beispiel dafür zu sein, dass das Leben eben anders ist und dass, wenn ich weiß, dass das Leben anders ist, dass ich dann frei bin, dass ich dann keine Angst mehr habe, dass ich weiß, wie ich damit umgehen muss, wenn ich Angst spüre. Heute Nacht bin ich auch zum Beispiel plötzlich aufgewacht und habe gedacht, boah, ich habe Angst. Irgendetwas. Und dann habe ich das so gespürt. Und dann bin ich wirklich, hatte ich gleich meinen Automatismus, bin in dieses reine, tiefe Bewusstsein reingegangen und innerhalb von weniger Sekunden habe ich meinen Seinszustand verändert. Obwohl ich eigentlich so im Halbschlaf war, dass ich da nicht mehr weitergeritten bin, sondern gemerkt habe, schon im Halbschlaf hat dieser Automatismus, dieses Unterbewusstsein gegriffen und gesagt, nö, da willst du jetzt nicht weiterreiten. Zack, stopp und rein in die Wahrheit, rein in das tiefe Bewusstsein. Und schon war es anders und schon lag ich im Bett wie ein anderer Mensch. Ich lag im Bett wie eine Füllekönigin, wie eine gesunde, happy, glückliche Frau, die da ist, um Liebe zu teilen. Und das hat sich natürlich super viel besser angefühlt. Also, falls ihr Lust habt, da dabei zu sein, ich poste das nachher nochmal, das My Magic Programm, unten in den Kommentaren. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag. Ihr könnt immer noch in diese Coherence-Energie eintappen. Und es gibt sicher noch mindestens eine Stunde, wenn nicht noch anderthalb, wo die Healings dort stattfinden. Also nach meiner Erfahrung ist jetzt quasi, werden die Heiler zu den Healies jetzt gerade geführt. Jetzt ist diese Heilmeditation zu Ende und jetzt werden die Hände, quasi nur die Hände, fokussiert auf die, also in diesem Kreis von sechs, acht Personen, je nachdem wie es aufgeht, und die Leute sitzen jetzt nur dort und fokussieren mit ihren Händen auf die Healies und fokussieren dieses reine Bewusstsein, diese reine Liebe in dem Vertrauen, dass diese göttliche Intelligenz, diese intelligente Liebe, wie Dr. Joe Dispenza sagt, jetzt weiß, was zu tun ist. Und jetzt möchte ich euch eigentlich mit dieser Inspiration überlassen, dass ihr euch dann noch eine halbe Stunde nach diesem Live jetzt hier Zeit nehmt und wirklich euch darauf fokussiert, auf diese wunderbare Heilenergie, die dort jetzt gerade in Dubai kreiert wird. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Bis dann. Ciao, ciao.